Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Grand Ages Medieval. Ja, sind wir drin im Spiel. Wir brauchen noch 2 Handelsbündnisse und dafür blinken Zagreb und Split. Da sollen wir wahrscheinlich das machen. Letztes Mal hatten wir da irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das nicht klappte. Und da müssen wir mal schauen. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Dass wir es ein bisschen besser hinkriegen. Wir sind ja hier gerade nicht in der Gunst dieses Bürgermeisterin Maria Botev. Da müssen wir ihr ein Angebot unterbreiten. Und ja, wir geben ihr mal, ich sag mal, das sind jetzt 10.000, ne? Was können wir denn noch so? 11, 12, machen wir 15.000. Nein, nur Gold anbieten. Für 10.000 machen wir erstmal. Dafür wollen wir nichts haben, außer Sympathie. Weil wir können ja nicht ein Transitabkommen wieder gehen, aber das wollen wir jetzt nicht, sondern Sympathie wollen wir erstmal haben. So, dann sollte es ein bisschen besser geworden sein. So, vorschlagen. Nicht schlecht, euer Angebot. Ist jetzt angenommen. Na dann lasst mal euer Angebot hören. So richtig besser ist nicht geworden. Dann machen wir nochmal 15.000. Und dann geht hier leider noch nichts, ne? Statt Zagreb, Bündnis, Transitabkommen. Vielleicht sollten wir ein Transitabkommen machen. Ja, Sympathie. Komm, machen wir nochmal. Nochmal vorschlagen. Nicht schlecht, euer Angebot. So, na, jetzt dann sind wir aber noch sympathisch, hören. Ne? Nochmal 20. Und dafür wollen wir jetzt aber mehr haben. Geht nicht. Na komm, dann machen wir jetzt mal hier das Transitabkommen erst. So, jetzt sind nicht wir hier auf jeden Fall besser. Angebot. Okay. Jetzt haben wir kein Geld mehr wohl, oder? Oder? Es geht hier nichts mehr. Gut, dann ziehen wir erstmal weiter. Nach Split hier unten. Aufsetzen! Weil, wenn wir da nicht sind, können wir ja nichts machen, ne? Ah, die gehen da über den Pass. Nicht die Straße lang. Der Händler, der will das wohl machen, denke ich mal, ne? So. Ah, da seid ihr ja. Es gibt etwas zu tun. Aha. Wir müssen unser Bündnis stärken. Sollen wir akzeptieren? Ja, was sonst? Gut. Ist das vom Tisch? Sonst noch etwas? Ja. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Das machen wir erstmal so. Nicht schlecht, euer Angebot. Na dann lasst mal euer Angebot hören. So, und dann den Transitabkommen. Also da müsst ihr aber noch nachbessern. Okay. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Nicht aha, schlecht, euer doch. Angebot. So, jetzt mal ein Transitabkommen, aber prinzipiell brauchen wir da was anderes, ne? Oh, guck mal, da ist eine Kiste, die sollten wir vielleicht mal gerade ausspähen, ne? Aufsetzen! Ein Händler ist das, oder was? Ein Zelt. Ein Bogenschütze, da können wir Erfahrung sammeln, oder was gibt's da? Wo ist denn unser Speer? Da ist er. Fast da! Zelt des eines Veteranen. Na, wir haben schon genug Erfahrung, deswegen geht das nicht mehr, alles klar. Ja, was sollen wir jetzt nur hier machen, ne? Liegt in der Nähe. Hat sich da jetzt was geändert? Ist was besser geworden?
Gibt es noch etwas? Ja, klar. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Handelsabkommen würde gehen, guck. Und dann? Gut, das machen wir so. Das haben wir schon mal, 3 von 4. Dann müssen wir jetzt da unten nochmal hin, wa? Ist unser Speer ausgewählt, ja. Wollen wir hoffen, dass das da auch klappt. Das wäre natürlich cool. Sieht ja schick aus, ne, wenn man da reinzoomt. So, Speer ist da. Diplomatie. Guten Tag wünsche ich. Aber ja, zu reden haben wir nichts. Na dann. Wartezeit 2 steht da noch. Was bedeutet 2? Gute Frage, ne? Immer noch. Guten Tag wünsche ich. 2 Tage, 2 Wochen, 2 Jahre, keine Ahnung. Woche 40 warten wir mal ab, ne? Müsste ja jetzt eine Woche noch sein dann, ne? Ah, ne, geht schon. Gibt es noch etwas, was wir klären? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Ja, 10.000 machen wir wieder und Handelsabkommen. Und, gut, ja, haben das wir unser Ziel erreicht. Hier machen wir von wieder auf Werken 1. Und Wegen. Viele Käufer sind dir gutes Gold in deinen Taschen. Finde das rechte Maß und deinem Volke wird es an nichts mehr fehlen. Doch werde überdies nicht müd. Erbaue weitere Handwerkshäuser und vergiss auch deine Händler nicht. Sind ihre Karren groß, so wächst gleichwohl das Maß der Kostbarkeiten, die sie tragen können. Aha, gut. Also, wir müssen zusätzliche Karren im Gasthof herstellen, Händler wählen und die Funktion organisieren, um Karren hinzuzufügen und die Funktion Handelsroute einrichten, um einen Händler oder einen Automatisch durchzuführen. Ja, ist klar. Gut, dann müssen wir mal zu uns zurück, nach Sofia. Das ist hier. So. Nee. Gasthof ist da. So. Karren. Bestellen. Okay, gleich mehrere bestellen. Machen wir gleich 4 Stück, oder? Und Händler brauchen wir auch. Den müssen wir doch auch anwerben, ne? Ja, achso, da ist sogar 2 Handelskarren verlangt. Dann soll ich noch Betriebe herstellen, gut. Die Karren sind im Auftrag. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon da sind. Ah, ne, wir wollen jetzt nichts machen. Und jetzt müssen wir hier noch 11 Betriebe herstellen. Ne, 3 nur noch. 11 sind schon da. So, dann müssten wir mal gucken, was die anderen Städten hier jetzt brauchen, ne? Ja, dann müssen wir wohl abwählen. Ne, Budapest nicht. Zagreb war das zum Beispiel. Da können wir jetzt nichts auswählen, weil da von uns keiner ist. Auch interessant. So, was wird hier verlangt? Aber warte mal, das konnte man doch direkt so sehen, ne? Bauwaren fehlen. Und Rohstoffe fehlen. Holz fehlt und das andere, keine Ahnung, ob das Steine oder Kohle sind. So, wenn wir hier sind, brauchen wir einen Holzfäller. Können wir gleich einbauen. Und das hier ist ein Bergwerk, dann nehmen wir noch ein Bergwerk dazu, wenn das da fehlte. Und in Split. Ah, da waren wir gerade. Reisen wir mal nach Zagreb. Und dann müssen wir da mal reingucken. Da fehlen Werkzeuge. Bauwaren fehlen. Gut. Dann lass uns doch nochmal 2x Bauwaren da machen. Gibt's das hier? Ziegelei? Ne, haben wir gar nicht. Achso, vielleicht gibt's da... Ne, hier ist eine Übersicht.
Werkzeuge sehe ich jetzt auch gar nicht. Doch, da. Metallbahn kann man hier auch gar nicht bauen. Okay. Wir haben hier eine Überproduktion, auch schön, ne? Komm, wir machen eine Ziegelei noch. Und? Getreide oder Früchte? Oh, Früchte. So, und das muss jetzt gebaut werden. Und wenn wir das haben, dann sind wir wieder weiter, ne? Dreimal ist, dann lass auch dreimal sein. Kann man das irgendwo sehen? Nö, nur in diesem Bildschirm. Und dann hält's an, das Spiel. Ja, der Händler, den wir haben, wo ist der? Der ist da. Der hat jetzt gerade Wolle mit und Getreide. Sophia ist 2 groß und Konstanta auch. Es dauert noch ein bisschen, bis das fertig wird. Können wir gerade gucken, was der Händler noch so drauf hat. Städte, ach so, der kann mehrere Städte auf der Route dann haben wohl. Auch interessant. Oh, die 3 Betriebe sind schon fertig. Nochmal einen zu viel gebaut, oder wie sehe ich das? Naja, ist jetzt auch egal. Ja, wir brauchten nur 3 und haben 4 gebaut. Was soll's. Und der Händler, Wolle und Getreide, ne? Und jetzt hat er neu geladen, alles klar. Derweil in Sofia noch Vorbereitungen für den Besuch der Kaiserin getroffen werden, bereist Eudokia selbst den Osten des Reiches. Sie will die Städte und Provinzen näher kennenlernen und auch das Volk soll die Gelegenheit bekommen, sich ein Bild von der neuen Herrin zu machen. Insbesondere Barnas, Graf von Odessa und Bruder des Patriarchen, weiß mit blühenden Siedlungen zu beeindrucken. Die Kaiserin lässt keine Möglichkeit aus, um alles über die neuartigen Technologien zu erfahren, die hier eingesetzt werden. Barnas indes zeigt ebenfalls ein gewisses Interesse. So, okay, dann kriegen wir neue Aufgaben. Auf meiner Reise nach Odessa habe ich Barnas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Dreifelderwirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen. Es wäre mir eine Freude, eure Felder in voller Pracht zu sehen, wenn ich Sofia besuche. Aha, Tipps, okay. Dreifelderwirtschaft müssen wir jetzt erforschen. Ja, mehr Einwohner, größer ist die Fläche, die man wirtschaften kann, ist klar. Die Sichtweite ist auch klar, vergrößert sich dadurch, dass die Leute auf dem Feld arbeiten. Okay. Ja, und wie sollen wir das erforschen? Depot, Statue, Bauhof, Kloster. Da können wir Betriebe machen. Produktion. Ach, hier rechts ist ein Pluszeichen gekommen. Ist das Entwicklung? Sieht wohl so aus. Aha. Da, Brauhaus. Eine veredelte Ware. Wenn ich da jetzt draufklicke. Ja. Wer weiß, was wir danach noch machen müssen. Na, es ist wohl verlangt, dass ich das mache. Und das ist jetzt die Dreifelderwirtschaft, ne? Ja, super. Baut aufeinander auf. Gut, haben wir. Werter Leon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir die Boten aus eurer Provinz berichten. Daran sollen sich ein paar andere Stadtherrscher ein Beispiel nehmen.
Zeigt euch verschwenderisch. Eurem Ruf bei Hofe kann das nur nutzen. Unter uns gesprochen bin ich es nämlich leid, mir das Genörgel von sturen Senatoren anzuhören, die Angst vor jeder neuen Erfindung haben. Mhm, super. Also doppelte Warenmenge brauchen wir hier. Produktion soll ich jetzt die Entwicklungspunkte weiter reinhauen. Ja, okay. Gut, aber das, denke ich mal, werden wir jetzt nicht machen, sondern in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.